du. Hast du Kritik? Ich nehm sie an, doch bitte nicht als Martin-Spiel. Wahrheit, ich lieb Wahrheit. Komm, ich will Wahrheit und die Wahrheit. Leeres Geschwätz macht mich stumm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Test am Montag. Wie gesagt, es wurde bereits vorgedreht. Wir haben jetzt 9.29 Uhr. Ich erkläre gleich, wieso so früh. Und zwar haben wir noch Mittwoch, der 22. Juni. Also wie gesagt, es ist vorgedreht an den Mittwoch. Und zwar ist der Grund, ich blende es euch hier auch kurz ein, da könnt ihr es euch ein bisschen durchlesen und ich blende es euch auch anschließend an das Video nochmal in groß ein. Und zwar habe ich 2 Tage nur Urlaub vorher sogar, weil wir hier lesen könnt oder lesen konntet und nach dem Video nochmal hätte ich wieder den ganzen Tag die Maske aufsetzen müssen, bloß weil einer war positiv letztens. Und ich war halt direkt neben dem gesessen und hätte dann den ganzen Tag wieder die Maske aufsetzen müssen, trotz dass ich negativ war. So ein Scheiß. Naja. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt zum Testen kommen, möchte ich euch noch ein paar Infos zeigen. Bis gleich. Ja, und jetzt habe ich doch noch mal eine Kleinigkeit. Wer wissen möchte, was meine Hobbys sind, der sieht's jetzt. Meine Hobbys sind weggehen und wieder zurückkommen. Ich bin eine alte Romantiksau. So, jetzt wisst ihr, was mein Hobby ist. Neben Geschichten schreiben, YouTube, TikTok und so. Jetzt wisst ihr, was noch ein Hobby ist von mir. So. Und jetzt kommen wir zum Testen. Heute ist es kein Bier. Heute ist es eine Cola. Und zwar Döner-Cola. Das haben schon ein paar getestet, habe ich gesehen, vor dem Drehen, wie ich nach einer Info gesucht habe. Döner-Cola. Ich habe es bereits im Kühlschrank gehabt. Die Dose ist ein bisschen kalt und ich hoffe, der Inhalt auch. Und was ich gesehen habe bei den Dosen, ne? Oder erfahren habe, bei Gefragt gejagt war das. Na, nicht bei Gefragt gejagt, Entschuldigung. Ich meine, wer weiß denn sowas? Man muss so hinklopfen. Ringsrum. Und dann kann man es aufmachen. Ja? Und jetzt mache ich es bloß nebenbei auf. Ich gehe wieder nach dem Geruch. Und nach dem Geschmack, ich weiß jetzt bloß nicht, ob man beim Cola viel Geruch hat. So, jetzt ist auf. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nach dem Geruch und nach dem Geschmack. Ich weiß bloß nicht, ob man bei Cola einen Geruch hat. Und ich gebe Noten von 1 bis 10. 1 ist das Schlechteste. 10 ist das Beste. Und wie gesagt, das wurde schon von ein paar getestet. Döner Cola, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack, mit Zucker und Süßungsmittel, enthält eine, das kann ich jetzt nicht aussprechen, Zutaten, Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Farbstoff, E15D, Süßungsmittel, Natrium Siglamat, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Aspartam, Acesulfam K, Natrium Scharin, Aroma, Koffein natürlich, mindestens haltbar bis und ja. Also, wenn das nach
einen Fruchtgeschmack hat. Bin ja mal gespannt, ob das auch stimmt. Ich würde sagen, jetzt schenken wir mal ein. Also. So. Schaut schon mal aus wie ganz gewöhnliches Cola. Ja? Ich habe mir gedacht, das Döner-Cola, das ist ganz neu, also für mich zumindest, und vielleicht kennt es der eine oder andere noch gar nicht. Wenn es doch jemand kennt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, Döner-Cola habe ich jetzt bei Fenneberg gefunden. Mal nicht im Rewe-Getränkemarkt, sondern beim Fenneberg in der City-Galerie. Und wie gesagt, es hat die Farbe vom ganz gewöhnlichen Cola, dunkel. Also ich weiß nicht, was das mit Döner zu tun hat. Es riecht auch nach gewöhnlichen Cola, finde ich jetzt. Den Spruch finde ich auch originell. Und der Durst ist gegessen. Naja. Ich finde das schön mit dem Dönermann und da sieht man richtig, dass das was mit Döner zu tun hat. Aber wie gesagt, riechen tut schon mal wie ein gewöhnliches Cola. Die Farbe ist wie ein gewöhnliches Cola. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das schmeckt. Die Infos habt ihr ja gesehen. Also, probieren wir es. Also ich muss sagen, es schmeckt wie ein gewöhnliches Cola. Keine Ahnung, was das mit Döner zu tun hat. Also ja, schmeckt wie ein gewöhnliches Cola. Nicht ernst. Aber wer trotzdem neugierig ist, ich habe es beim Fenneberg gefunden, vielleicht gibt es es auch im Getränkemarkt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so schaut's aus. Und dann könnt ihr es einmal probieren, wenn ihr wollt. Wer es kennt, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, neben Biere teste ich natürlich auch andere Sachen. Dass er ein bisschen abwechslungsreich ist. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz gewöhnliches Cola. Es schmeckt zwar fruchtig, aber es schmeckt jetzt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, nach dem Döner. Naja, weil Döner-Cola, habe ich mir vorgestellt, muss ja ein bisschen wie Döner schmecken. Tut's aber nicht. Alter, ernsthaft, Halsmaul! Ich gebe jetzt einmal 7 von 10 Punkte, weil es schmeckt nicht ganz schlecht. Drum machen wir 7 von 10 Punkte. Ja. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich muss jetzt noch das nächste herrichten, wo ich vordrehe, und zwar am Donnerstag, den 23. Juni. Na, also praktisch morgen. Und nach dem Urlaub gibt es dann, so gut es geht, wieder aktuelle Videos. Nein, doch. Wen es interessiert, der kann das gern auch mal probieren. Wie gesagt, 7 von 10 Punkte. Und nochmal, so schaut's aus. Na? Bleibt ruhig nur dran. Ich hänge euch an das Video nochmal den Grund, wieso ich jetzt 2 Tage Urlaub habe, schon vorher. Nochmal hinten hin, in groß zum Durchlesen, weil in klein habt ihr es ja schon gesehen, aber vielleicht nicht richtig durchgelesen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht.
Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, die stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Genauso wie in Basti sei Social Media, der, also Facebook Messenger. Und vielleicht könnt ihr ihn ja mal anschreiben, weil der hat ja im letzten Video gesagt, es kommt einfach keiner, trotz dass man sagt, man darf ihn anschreiben. Ansonsten, während ich im Urlaub bin, könnt ihr gerne in die Kommentare unten Basti anschreiben. Da könnt ihr euch gerne mit dem Basti ein bisschen unterhalten und ich genieße dann meinen Urlaub ein bisschen und schaue dann bloß ab und zu rein, wie sich das Ganze so entwickelt. Ne? Dass ich mit euch auch ein bisschen in Kontakt bleibe, schaue ich ab und zu rein, weil ich weiß nicht, ob das WLAN was kostet. Wie gesagt, ihr könnt mich auch abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr draufklickt, verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Ansonsten können wir uns über das Döner-Cola gerne in die Kommentare unterhalten und vielleicht kennt es sogar der ein oder andere. Da können wir uns auch gern drüber unterhalten, wie es euch geschmeckt hat. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns.